Jo, liebe Leute, mein Name ist Yvonne und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, willkommen zu einem weiteren bewährten Moduskampf VGC. Ich entschuldige mich für gestern. Ja, ich hatte total vergessen, das Video auf freizustellen. Das sollte eigentlich gestern schon um 16 Uhr freigestellt werden. Und es war für heute, für den 25. Eingestellt, dass es ja freigestellt werden sollte. Habe ich total verpennt. Ja, kam dann zwar ein bisschen später, aber nicht. Guckt euch den letzten FFA-Part an. Und ja, wie gesagt, da spielen wir mit dem Dai, den Dummy und den lieben Meier. Also schaut da mal rein, ganz witziger Part. Ein zweiter wird auch noch dazu kommen. Heute ist ja Dienstag, da machen wir heute nochmal einen ganz normalen VOC-Part. Ich schaffe es leider nicht, noch ein anderes Video heute leider hochzuladen. Dafür kommt aber morgen dann endlich der Abschlusskampf des Pokémon-Liga-Hardcore-Liga-Turniers. Der ist auch soweit schon komplett fertig, den werdet ihr am Mittwoch sehen. Ich werde den, glaube ich, so gegen die Mittagszeit online stellen, dann habt ihr auch schön was zum Gucken. Das Team ist im Moment immer noch das gleiche. Ich habe jetzt Gardevoir mal ausgetauscht gegen mein Hutsasar, gegen mein Chitake. Und ich tippe mal einfach darauf, ich weiß nicht, ob es besser laufen wird. Im Moment stehen wir eigentlich ganz gut da. Und ja, die Pokémon-Weltmeisterschaften sind auch vorbei. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen Spaß gemacht, die anzugucken. An dem Wochenende kam ja dann auch kein Video von mir. Und ich wollte eigentlich heute ein bisschen mit euch darüber reden. Ein bisschen Trash-Talk wieder machen. Das Abo-Special kam leider auch nicht. Tut mir sehr, sehr leid. Aus dem einfachen Grunde, das Pokémon, was ich fürs Abo-Special vorbereite, ist noch nicht ganz fertig. Und das Abo-Special wird aus zwei Teilen bestehen. Einmal ein kleiner Guide, den ich euch gewünscht habe. Und unter anderem wird dann wieder ein ganz normales Pokémon dabei sein. So viel sage ich schon mal. Aber seid gespannt, was kommen wird. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal das Team des Gegners. Wir hat hier Zorak mit auch seinen Hutsasser. Brutalander, Elchnatoll und hier Cesurio mit Filiara. Und ich würde eigentlich sagen, unser Safester Lead hier ist wirklich Heatwim mit. Ich würde unseren Chitake gerne daneben setzen. Aber ich bin mir da nicht 100% sicher. Deswegen lehnen wir mit Mamutel, weil Heatwim nimmt auf jeden Fall Filiara raus. Nimmt Hutsasa nimmt es raus, es nimmt Zorak und den könnte es eigentlich nicht relativ viel. Brutalander kann unserem Heatwim nicht viel. Mit Mamutels Eisspeer können wir hier dann Brutalander direkt rausnehmen. Können mit dem Kraftgeloss hier auf jeden Fall in der ersten Runde das Cesurio rausnehmen, wenn er damit liegen wird, weil er wahrscheinlich den Lead mit Lando predicted. Filiara können wir mit Eisabfrage noch guten Damage machen. Chitake, also Chitake sage ich schon, Leute. Ich meine, Hutsasa können wir auf jeden Fall mit einem Eisabfrage rausnehmen. Und es ist an sich einfach ein sehr, sehr guter Lead. Und ich würde eigentlich sagen, dass wir hier noch unser Lando mitnehmen in der Hinterhand. Und wir nehmen unser Hutsasa mit. Nee, Hutsasa nehmen wir mit. Und ja, das wäre das Team dann. Und ich gucke, also ihr würdet wahrscheinlich, ich tippe mal ganz stark, wieder mit Cesurio leben, Liden und wahrscheinlich auch noch mit vielleicht Filiara, weil er zu Beerus predicted. Aber der Safe Lead wäre eigentlich wirklich Cesurio mit dem Chitake neben seinen Hutsasa. Und er leadet hier mit einem Moonbus mit Kufa. Okay, mit Eichnatoll. Das ist nice. Ist für uns auf jeden Fall ein Safe-Runde. Wir können safe für eine Heatwave gehen. Gehen safe für einen Eiszapfhagel. Nehmen dann dieses Hutsasa gleich raus. Und wie gesagt, das ist jetzt ein sehr, sehr guter Lief für uns. Und er setzt Begrenzer ein. Okay. Ja. Wow. Das hat ihm jetzt nicht so viel gebracht, finde ich jetzt, muss ich sagen. Was soll Shiitake denn haben? So. Er hat einen Fokus gut drauf. Ist nicht schlimm, wir haben den Heatwave drauf und es ist ein Zorak. Ah, nice, gut. Nice. Auf jeden Fall nicht schlecht, aber es wehrt auch noch ab. Okay, wir nehmen auf jeden Fall Zorak, aber es wehrt einfach noch ab. Es wehrt einfach ab, Leute. Es ist unglaublich. Es wehrt einfach noch ab. Und er geht für ein Irrlicht auf Mamutel. Es war so obvious, ne? Aber egal, es ist nicht schlimm.
Und jetzt ist die Frage, was würde er jetzt reinbringen? Salamence kommt rein. Okay, Salamence. Wir müssen dich eigentlich mit einem Eisabfagel rausnehmen können. Und mit einer Heatwave. Und ich würde sagen, wir gehen für eine Heatwave. Nehmen unser Mammutel raus. Gehen auf unser Lando. Und der Kampf wurde aufgegeben. Wow, wieso? 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 Wieso wurde der Kampf aufgegeben? Also das ist es auf jeden Fall noch nicht. Wir machen noch einen zweiten Kampf. Also bitte, bitte, den kann ich euch doch nicht einfach so zeigen. Wird auch schlimm. Würdet ja traurig sein darüber. Also, machen wir noch einen zweiten. Und wo waren wir eigentlich stehen geblieben von? Genau, wie gesagt, heute kommt ein Part. Das Abo-Special wird kommen, sobald ich das Mon damit fertig habe. Ich bin also echt schon gut dabei. Ich habe, glaube ich, schon wieder 900 Pokémon gezüchtet. Und es ist noch nicht einmal... nee, das ist das falsche Team. Das ist das falsche Team. Nehmen wir das. Das Team. Das Team nehmen wir. Und, ja, ich habe schon knapp wieder 900 Pokémon gebreedet und es ist immer noch nicht dabei, so wie ich es haben möchte. Und, ja. Ich versuche es eigentlich jetzt heute oder morgen spätestens da fertig zu haben, damit zum Wochenende endlich beim Abo-Special kommen wird. Und ein Teil des Abo-Specials ist ja auch so eine kleine Überraschung. Und die werdet ihr in den nächsten Monaten hier auf dem Server sehen. Auf dem Server, auf dem Kanal, Entschuldigung. Und da haben wir unseren nächsten Gegner. Er spielt hier Gardevoir, Salamence, also Brutalanda, Milotic, Durengard, Elfhund und Arcani. Ein ziemliches Standard-Team. Kann man eigentlich aber relativ gut umspielen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Der beste Lead ist eigentlich wieder unser Hutsasam mit nach vorne nehmen wir. Und ich würde Elfen gerne mitnehmen. Aber wir packen mal Mammut hier vorne hin. Weil Mammutel eigentlich so gut wie alles rausnehmen kann. Und ich habe einfach Panik vor Milotic. Und in der Hinterhand packen wir uns dann Gastrodon, damit wir es reinbringen können für Hulzester oder für Mammutel. Ist nur die Frage, ob wir jetzt unser Lando mitnehmen. Oder nehmen wir unser Heatwave mit, was safe auf jeden Fall das Elfhund rausnehmen kann, das Gardevoir rausnehmen kann. Und wir müssen es auch, glaube ich, eigentlich mitnehmen, weil wir brauchen was dagegen, weil sonst kriegen wir arg Probleme damit. Und Arcani können wir dann auch noch so einigermaßen sehr gut damit handeln. Und ja, da wollen wir mal gucken. Und ja, schwierig, schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht, was er machen wird. So, es dauert ein bisschen lange. Ich hoffe jetzt kein Verbindungsabbruch. Ja, da kommt es ja schon. Da kommt es schon. Und mal gucken. Wahrscheinlich Gardevoir mit. Warum dauert das denn so lange? Slack denn oder so? Wundert mich gerade voll. Ist okay. Ist okay. Justin will mit dir kämpfen. Hallo, Justin. Iggy Slash. Nice. Das kommt uns gelegen. Und wir, wie gesagt, haben wir Hutsasar und Mammutel draußen. Es hat hier keine Fährte, sondern die Telepathie. Weiß ich, ein Zeitschock dürfte uns eigentlich nicht killen. Wenn ich es richtig trainiert habe. Und ich würde gerne dieses Gardevoir rausnehmen. Deswegen gehen wir auf eine Sludge Bomb. Und auf ein Eisabfagel. Wir können natürlich ein Erdbeben machen, aber er wird natürlich denken, ah, das predicten wir. Und geht für einen Rundumschutz. Deswegen lieber safe auf Gardevoir gehen, Double Target. Es war sehr risky, weil wenn er einen Portek macht, hat er hier wirklich eine Safe-Runde mit Durengard. Aber wir müssen es wirklich spielen. Und er hat die Psychokinese drauf. Nein. Nein. Okay. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, dass er eine Psychokinese drauf haben könnte. Weil die meisten spielen ja wirklich Zeitschock. Aber okay. Ist okay. Können wir mit leben, finde ich. Wir nehmen dieses Gardevoir raus und... Aha, es ist ein fucking Mammutel, hallo. Es ist wirklich so geil, was es wirklich alles One-Hit rausnehmen kann. Es hat es nur neutral getroffen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Es trifft nur neutral, nimmt es hier raus. Wir kriegen eine Lich King ab. Die tanken wir natürlich auch nicht. Und damit haben wir gleich eine erste Runde. Da sind drei Mons gefallen. Aber wir haben ja noch in unserer Hinterhand hier
Gastrodon und Heatwam. Also von daher gar nicht so schlecht die Opfers. Bloß ich hoffe jetzt, er wechselt nicht Milotic oder so rein. Doch. Er wechselt Milotic rein. Aber so schlecht, wie gesagt, ist es der Play für uns gar nicht. Weil wir safe auf unser Heatwam gehen können. Ist nur die Sache, gehen wir jetzt für einen Protect? Ich würde schon sagen, ja. Weil, wie gesagt, ein Eissturm oder eine Lichtkanone obvious wäre. Und deswegen gehen wir für einen Protect und wir gehen hier einmal für die Lichtkanone auf Milotic. Weil ich tippe mal darauf, er wird vielleicht protecten. Also das heißt, er geht hier auf ein Königsschild. Und er geht auf ein Königsschild, ja. Und ich hoffe mal natürlich, Melo kann uns ja nichts machen. Mit Gastrodon, da stehen wir relativ safe eigentlich gegenüber. Und wir gehen trotzdem für ein Schutzschild, aber wir müssen eigentlich das Siedewasser trotzdem mit unserer Fähigkeit aufsaugen. Und wir sind schneller, finde ich schon mal richtig gut. Bitte den Drop. Okay, kein Drop. Ja, wir kriegen Eissturm. War wieder so klar. Und jetzt die Frage, ich glaube, wir könnten hier wirklich richtig, richtig safe für einen Zap gehen. Und er spielt Left Hours, okay. Und ich würde es eigentlich gerne machen. Ja, wir gehen hier für einen Zap. Und dann gehen wir in einer Runde gleich, wenn er... gehen einmal auf den Siedewasser, auf Melo, vielleicht kriegen wir den Burn. Gehen auf den Delegator mit unserem Heatwamp. Weil was Besseres kann uns eigentlich gar nicht passieren, hier auf den Zap zu gehen. Weil wenn er hier Salamence noch dabei haben sollte... Was hat er noch gehabt? Salamence. Elfun. Und er wechselt raus und bringt... Okay. Nice. Er geht für den zweiten Königsschild. Ist okay. Wir gehen eh auf den Zap und auf den Siedewasser. Vielleicht kriegen wir den Burn auf Elfun. Und Problem, was wir jetzt eigentlich haben, ist wirklich... Oh, wir kriegen hier den Burn drauf. Wir können jetzt beide wirklich First Turn rausnehmen. Indem wir auf den Protect gehen, müssen wir eigentlich auch, weil wir unbedingt unser Gastron behalten müssen, weil er wird mit Niedersauger angreifen. Und deswegen gehen wir auf den Protect und gehen safe für eine Hitzewelle, weil ich habe bis jetzt noch keinen Rundumschutz gesehen. Ich glaube auch nicht, dass er es auf dem Set hat. Und er spielt den Energieball drauf. Nice, damit haben wir Gastrodon geschützt. Und Aegislash wehrt die Attacke ab. Ist okay, aber damit nehmen wir Elfen raus. Und er kann uns eigentlich jetzt nichts mehr machen. Wir stehen hier super safe da. Das heißt, wir stehen hier mehr als safe gegenüber. Also wirklich super safe. Und er geht hier natürlich in seine Klingenform. Geht hier für den Spukball. Gastrodon schützen wir natürlich. Und ich würde jetzt eigentlich... Siedewasser und Flash Cannon gehen wir jetzt auf Gardevoir, weil er jetzt wahrscheinlich ein Königsschild machen würde. Und dann gehen wir in der nächsten Runde Double Target auf Eggy mit zwei Erdkräften. Nehmen wir auch Eggy dann raus und dann ist es eigentlich ein safes Game für uns. Und ja, könnten wir eigentlich sehr gut umspielen, muss ich sagen. Relativ sehr gut. Und er geht für einen Protect mit Melo. Shit! Geht auch nochmal für einen Protect mit. Ja, nice. Gott sei Dank. Leute. Da war ich jetzt gerade. Boah. Dann hätte er jetzt nämlich eine Safe-Runde für eine Lichtkanone gehabt. Oh Gott, das ist gut. Gut, und dann gehen wir, wie gesagt, ein Double-Target auf Eggy. Und es müsste dann eigentlich ausreichen, dass wir ihn hier rausnehmen. So, dann gehen wir einmal auf die Erdkräfte. Und noch einmal auf die Erdkräfte. Weil ich hoffe nicht, dass er den Rundumschutz hat. Ich hoffe es einfach nicht. Er spielt hier den Eissturm. Damit ist Gastrodon noch langsamer, obwohl es ist schon so langsam. Ja, wir stecken den Schlag ein. Unsere Initiative sinkt. Und wir kriegen jetzt erstmal erstes Mal Erdkräfte raus. Und er geht hier. Er hat keinen Schwächenschutz. Okay, ja, dann GG, dann werden wir das wahrscheinlich tanken mit unserem Gastrodon. Ne, er geht auf unser Heatwim. Der Delegator lässt nach, das lag bestimmt nur am Eissturm, Leute, das lag nur am Eissturm. Er spielt Live-Op drauf und
Damit nehmen wir jetzt auch EG raus. Und wie gesagt, es ist ein sicheres GD für uns jetzt auf jeden Fall. Und wir konnten uns da eigentlich sehr gut drum rumspielen. Und den Guide für VWC, den werdet ihr, wie gesagt, als Abo-Special von mir bekommen. Hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass es aus so zwei kleinen Teilen besteht. Aber ich habe das Mon noch nicht dazu fertig. Das werdet ihr dann, ich hoffe, wenn ich es hinkriege, wirklich diese Woche haben. Ich habe wirklich schon 900 Eier ausgebrütet, aber es ist noch nicht dabei. Es ist noch nicht dabei. Ich weiß nicht wieso, aber es ist noch nicht dabei. Und ja, ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn euch was gefallen hat. Wenn ihr auf VGC, Stuff, Steiße, wie auch immer steht, schaut auch immer wieder rein. Das FFA wird auch folgen. Wie gesagt, morgen kommt hier Pokémon Hardcore Liga Cup. Also, ja, also am Mittwoch kommt der Pokémon Hardcore Liga Cup. Das FFA, der zweite Teil, wird auch folgen. Und ich hoffe dann eigentlich, dass ich zum Wochenende schaffe, wirklich, ja, wirklich, das Abo-Special fertig zu kriegen mit dem Mon. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten VOC-Part, Aura's Wi-Fi Battle, wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.